Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bloody, dem besten aller mittelmäßigen Let's Playern über 30 und Star Wars: The Old Republic. Mit meinem Charakter Rezo Van Zoid geht's jetzt weiter. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach unserem Schiff. Ord Mantell lässt uns noch nicht so schnell gehen. Deswegen müssen wir mal schauen, was wir jetzt zu tun haben. So. In der letzten Folge haben wir hier noch von Vidu einen Auftrag bekommen. Und ich sehe schon, am Ausgang wartet der Corso wohl auf uns. Jawohl. Quatsch mal mit dem Kerl mal. Captain, der Sprengstofflauf ist kein Strandspaziergang. Ihr werdet all euer Talent brauchen, um es Leben zurückzuschaffen. Das hier ist ein schwerer Blaster. Marke Sorosub SSK. Man kann ihn in 0, nichts ziehen und abfeuern. Ich nenne ihn Blitzy. Blitzy kann einen Savrib fünfmal zwischen die Augen treffen, bevor das Ding überhaupt weiß, dass es tot ist. Hier, nehmt ihn. Wie ich immer sage, schau einem geschenkten Blaster nicht in den Lauf. Genau. Viel Glück, Captain. Lasst euch nicht umbringen, okay? Okay, der erste Blaster mit Modifikationsmöglichkeit. Ne, das war... Nein. Nein. So. Jetzt ist aber gut. Jetzt habe ich alle Möglichkeiten durch. Ah, okay. Da können wir den Moschier diesen verbessern. Vor der Stufe 8. Wir haben Stufe 7. Okay. Müssen wir noch ein bisschen warten. Aber gehen wir den mal nach hier unten. Hat der Ausbilder schon wieder was für uns? Eine Blitzgranate. Nehmen wir doch gerne. Ach, Moment. Vielleicht. Nee, das packen wir nicht. Stufe 8 noch nicht. Denn hier ist ein Wissensobjekt. Und. Jawohl. Da kriegen wir dann schon mal die nächste Verbesserung dafür. Farbkristalle habe ich Gott sei Dank noch. So, hier ist noch ein Business-Objekt. 90 EP, naja, nicht so viel. So, wir müssen auf jeden Fall zum Kleiderpunkt. Ach, Moment. Mal ein bisschen Schrott verkaufen, bevor wir loslegen. Und die Rüstung reparieren. So, was haben wir denn hier noch? Moment. Sie sind einsatzbereit. Moment, wir kriegen ja hier lauter Sachen. Okay. Und dann später verkaufen. Jawohl. Yep. Die ist ein bisschen besser. Da haben wir ein Stim. Vor der Stufe 10. Und eine Hose. So. Warten Sie die Untersuchung. Dann haben wir verkaufen. Grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ja, danke. Bin schon unterwegs. Ja, don't drink and drive. Okay. Ah, dahinter muss ich. Okay, einmal um die Gebäude herum. Wart's ab, Kumpel, wart's ab. Der Sprengstofflauf. Oh, eigentlich ganz hübsch. Oh. Noch nie aufgefallen, da hinten ist wohl ein Schiff runtergekommen. Ja, ich glaube, diese hier sind... keine Ahnung.
Londa. Ihr sucht sicher meinen Mann. Ich habe Meister Vido schon gesagt, dass er angeln ist. Möchtet ihr vielleicht stattdessen einen leckeren Flachkuchen? Ist noch ganz frisch. Man sollte nur was zu essen anbieten. Ablehnen. Da sage ich nicht nein. Hättet ihr auch noch etwas Bantermilch zum Runterspülen? Aber sicher doch. Greift nur zu. Wenn ihr nicht auf Trimbo warten möchtet, macht doch einen Spaziergang zu ihm. Der Strand ist so entspannt. Trimbo ist in seinem Angellager. Er freut sich sicher über etwas Gesellschaft. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Diese rhodianischen Paprika werden nicht von alleine gar. Mach du mal das Essen. Ich guck mal nach meinem Mann. So, dahinter. Schon wieder dieser Level 70, ja. In die Ecke. Ach Gott, ich hoffe, wir schaffen es hier noch weg. Ah, wisst ihr was? Wir machen mal ein bisschen was. Gucken wir mal. Ah, okay, das ist auch nur sowas. Mhm. So schnell ist so. Ja, mit. Vielleicht schaffen wir ja doch noch die Level 8. Ja, wo rennst du denn hin, Kollege? Hey! Zingel den nicht. Ach, ist gut jetzt. So, schnell mal ein bisschen heilen. Ich nehme mal das nächste, die da unten stehen, schön kompakt irgendwie. Oh, da ist was Silbernes. Bringt immer ein paar EP-Punkte. Fangen wir mal damit an. So, kriegst noch eine Granate auf dem Schädel und dann sollte ich das rein. Genau. Ich glaube, da drüben ist sowas wie ein Heldengebiet. Seht ihr das da oben leuchten? Ein sogenanntes Datacron. Weiß nicht. Nee, das hole ich mir jetzt nicht. Diese Geschichten sind manchmal einfach langwierig. Ja, du läufst mir jetzt aber nicht da rein. Okay. Aber will ich trotzdem haben. Das rennt ja auch noch raus. Okay, machen wir dich mal blind. Moment. Zweimal. Ich habe die schon wieder doppelt da drin. Kann das etwa sein? Da und da, ja. Mann, warum legt er die Sachen denn immer doppelt da rein? So. Ach. Hol doch nur mal gucken. Ja, die Nachladezeit ist noch relativ hoch bei dem. Hier nochmal hin. So. Jetzt kommst du reingerannt. Okay. Ah, es fehlt immer noch ein Tick. Level 8. Das war auch wieder eine Silberne dabei. Er kriegt halt erstes Mal diesen. Den. Den. Das war schon noch. Blendgranate. Puff. Okay. Und schnell heilen. Soll ich jemals nicht mehr im Blick haben. Oh, Strandbinder.
Plünderer mag ich schon mal gar nicht. Außer ich plündere. So. Ja, kurz davor. Wo müssen wir nochmal hin? Wir müssen hier den Strand lang. Passt doch. Nein. Kämpfen, eine erhöhte Position ist immer gut. Ja, Leute, bleibt hier mal schön da unten. Okay, ich darf schon hier rein weg. Bist denn du? Ah. Da oben wäre noch ein Punkt, den man... Okay, ich hoffe, den kriege ich noch freigeschaltet. Falls ich dann nochmal hier runter muss. Na? Komm, eigentlich sollte es mal einen Buff, dass ich diesen Bereich hier freigeschaltet bekomme. Deswegen laufe ich da gerade nicht rein. Ah, jetzt. Na also. Jetzt ist auch dieser Kleiderpunkt da oben frei. Und Level 8. Blaslauf hat keinen Nutzen, aber... yep, das kommt da rein und das kommt da rein. Ach, ein Lauf ist schon drin. Anwenden. Upp. Ah, kann nur. Okay. Halt! Du kannst ja, da nicht stehen bleiben. Der Platz ist für meine Gundark-Freunde reserviert. Und du bist eindeutig kein Gundark. Dafür hast du viel zu kleine Ohren. Hör mal. Riechst du das? Da blubbert ein alderanischer Eintopf. Aber wieso kann ich den bis nach Ort Mantell riechen? Das sprengt ganz eindeutig die Grenze zum Wahnsinn. Wahnsinn? Was? Wie kannst du es... Oh, jetzt rieche ich bakuranische Wolkenbeeren. Bei den Sternen, die schmecken doch gar nicht in alderanischem Eintopf. Ich erinnere mich, dass jemand gesagt hat, ein Fremder würde kommen, um meine Chemikalien zu holen. Du bist mir fremd. Hat er dich gemeint? Ganz genau. Leidest du an einer tödlichen Krankheit? Willst du dich vor einer Hochzeit drücken? Es gibt bessere Wege, sich umzubringen, weißt du? Es hatte noch niemand Glück dabei, sich meine Chemikalien zu holen. Weißt du warum? Weil die Agnot-Attentäter in den Wäldern jeden angreifen, der mich besucht. Agnot-Attentäter? Ihr meint wohl eher Separatisten. Was glaubst du denn, wer wirklich hinter diesen Separatisten steckt? Na, diese listigen kleinen Schweine! Aber mit denen werden wir schon fertig. Was du eigentlich brauchst, ist ein Punkt-Teleporter. Aber ein ehemaliger Assistent ist mit dem Prototyp auf der Sonnebruch gelandet. Viel Glück! Falls du explodierst, komm ich doch mal besuchen und erzähl mir davon. Das haben die anderen auch getan. Das finde ich irre. Okay. Ach, wieder ganz nach oben. Deswegen bin ich froh, dass ich die Schnellreise habe. Alles andere, da brüllt man ewig jetzt durch die Gegend rennen. Ja, okay. Ah, natürlich. Nee. Ja, klar, man kriegt die Stufe 8, man kann einen neuen Blaster benutzen, kriegt aber nichts von seinem Ausbilder. Naja. So ist es. Immer mit der Ruhe. Ich habe hier eine Ladeeinheit, um den Kanister zu stabilisieren, damit er nicht explodiert. So. Damit sollte man wirklich sehr vorsichtig umgehen. Keine Sorge. Der Kanister ist sicherer als eine Senatorentochter in einer Kammer voller Jedi. Trimbos Chemikalien haben uns gerettet, Captain.
Rogun wird viel zu sehr damit beschäftigt sein, sie weiter zu verkaufen, um sich Gedanken wegen der Blaster zu machen. Dieser Trimbo hat eindeutig nicht alle Frachter im Konvoi. Ich weiß, was ihr meint. Wenn ich mit ihm rede, denkt er immer, ich wäre sein Urgroßvater, der in einem schwarzen Loch verloren ging. Ich habe eine gute und eine tolle Nachricht, Captain. Eine gute und eine tolle. Dateien geknackt und Skavak gefunden. Wie du hast mir versprochen, dich nicht aufzuregen. Das ist nicht gut für dein Herz. Tut mir leid, Liebling, aber das wird großartig. Skavak will sein blaues Wunder erleben. Hat Skavak immer noch mein Raumschiff? Euer Schiff und die Blaster. Toll, oder? Wir holen alles, was er gestohlen hat, mit einem Schlag zurück. Skavak bringt die Blaster zur Basis der Separatisten. Diese Spinner haben ihr Hauptquartier in einem alten Vulkan gebaut. Mhm. Ist das nicht verrückt? Was kann man von wild gewordenen Mördern anderes erwarten? Ich wünschte, der Vulkan würde ausbrechen. Skavak liefert die Blaster in der Basis an einen Psycho mit Namen Darek. Ihr müsst vor ihm dort sein. Wenn Skavak sich blicken lässt, überfallt ihr ihn, schnappt euch euer Schiff und fliegt hierher zurück. Klingt leicht, oder? Na? Was ist denn mit meiner Maus? Jetzt kann die Welt einen wahren Helden in Aktion erleben. Ihr meint wohl zwei Helden. Ich schicke euch doch nicht allein dorthin. Nein? Nehmt Corso mit, Captain. Der Junge versteht mehr von Blastern und Vibroklingen als jeder andere, den ich kenne. Ich habe mit Skavak noch eine Rechnung wegen meiner geklauten Fackel offen. Das war niederträchtig. Die Unterstützung kann ich gut gebrauchen. Freut mich, dass ihr so denkt. Dann wäre das geklärt. Ihr begebt euch zur Basis der Separatisten, ihr tötet Darek und überfallt Skavak, wenn er aufkreuzt. Wenn ihr zurück seid, machen wir eine Flasche chandrianischen Branntwein auf. Klingt noch besser. Ich freue mich darauf, endlich wieder fliegen zu können. Ich würde euch ja Glück wünschen, aber ich will nichts darauf beschwören. Kommt einfach nur heil zurück. Das ist mein Ziel. Wir können Anpassungen. Kann ich da irgendwie eine Vorschau? Das Gesicht da. Aha. Sieht er dann eher aus wie ich? Nee. Eigentlich will ich gar keine, aber wenn dann die. Okay. Moin. So, will ich mal wissen, wie du dann damit aussiehst. So, Gefährte. Mental. Aha. Kannst du dann ein Zwillingsbruder sein, oder was? Ja, komm. Mal so. Und von hier. Ui. Mal checken. Ja, besser? Jawohl. Ich habe einen Heiler bekommen. Ja, die Gefährten hatten früher immer feste Klassen. Aber jetzt mittlerweile, hier, da kann man dann Klassen Heilung, Tank oder Schaden auswählen. Aber Tank braucht man eigentlich nicht. Da ich genug Schaden mache, dass ich die Leute an mich binde. Schaden doppelt gemoppelt hält gut, aber ist unsinnig. Deswegen Heiler. So, wo müssen wir jetzt nochmal hin? Ach, ganz da oben rein. Da ist das Kleider. Okay, machen wir mal eine Schnellreise. Damit wir nicht wieder durch die ganze Welt rennen müssen. Das erspart so viel Zeit, das glaubt ihr gar nicht. Ich glaube, als Free-to-Play ist die Abklingzeit 26 Minuten und als Abonnent 2 Minuten. Auch wieder so einer dieser Vorteile. Okay, gehen wir die Folge. Der andere da? Ja. Kann nicht reinfallen. Moin, Leute. So, blenden wir. Nächsten Schuss davon ab. Und davon. Macht auch ein bisschen Schaden, das ist gut. Moment. Da lang. Ich hab jetzt einen auf dem Stein. Moin. Da war ja
echt hartnäckig. Mal gucken, ob wir genau mit einer Punktlandung Level 10 auch unser Schiff wieder kriegen. Dann halt hier. Weg dann. Was looten? Nein. Die greife ich immer am Anfang sehr gerne mal an. Meistens taucht halt irgendwann mal so eine Bonus-Quest auf. Nein. Hier gibt es wohl keinen Bonus-Quest. Warum heilt er sich denn jetzt? Das ist ja riesig. So. Woher hatten die Separatisten nur das Geld, um sowas zu bauen? Natürlich, die Laserstrahlen fliegen nach da hinten und alarmieren den. Das ist auch so eine Sache, die meine Freundin gestern gesagt hat. Ganz komisch. In so einem kompletten Raum steht alles voll. Die sehen doch, was wir denn angreifen. Warum machen die da nicht? So, ich noch. Komm, blenden wir jetzt erstmal. Ab. So. Das ist schon gewesen sein. Was braucht man was? Nein. Da hinten, oder? Da unten rein. Manchmal kann man es echt schwer erkennen. Und da pull ich einen von dem. Ja, da. Yes. Ja. Das wird schon wieder. Ah. So. Wie mein Lieblingsangriff, weil effektiv. Und man kommt schneller durch. Sanitätsdruide. Melden Sie Ihre Beschwerden. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Kann jedoch eigentlich den Blaster kaufen. Ja. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Geradeaus und dann hoch. Oh, die FC sind die. Ja, das ist ja hochgeladen. Auch nochmal ein i-Tüpfchen. Ja. Moment. Ich muss. Oh, wieder da hinten rein, okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Das kriege ich. Ach, der rennt natürlich da hinten. So. Was auf die Uhr? 23 Minuten. Da geht noch ein bisschen. Wieder. Oh, das sollte auch das nächste Level wieder erreicht haben. Nein, nicht für den. Ah, 9. Yippie. Verdammt, das ist doch. So, wo muss ich nochmal hin? Nach da hinten rechts. Ah, Leute, ihr steht im Weg.
beinahe reingerannt. Komme ich einfach mal nicht vorbei? Nein. Da irgendwie klar. Okay, fine. Boah. Ernsthaft? Ernsthaft? Natürlich muss ich jetzt komplett hier durchrennen. Das scheint so die Endmission zu sein. Ich muss mich wohl da durchkämpfen. Hilft nix. Hilft nix, hilft nix. Mal gucken. 4 Minuten ist mein Ziel. Mal gucken, ob ich es schaffe. Das müsste helfen. Ja, die umgehen wir. Die machen wir alle. So. Leichtweg. Oh, manchmal ist es. Brauche ich dann auch noch. Hilft ja nichts. Seht ihr? Und die Heilerfähigkeiten von dem sind echt enorm. Ich verliere eigentlich nie mehr wie 80%. Nein. Dass ich auf 80 falle. Nicht mal 90. So, das geht noch irgendwo hier hinten lang. Na lang. Beiseite. Aber ich kann nicht wetten, wenn ich die ganzen Nebenquests angenommen hätte, dann müsste ich da drinnen komplett rumlaufen und jede Mobgruppe angreifen. Nee, nee. Irgendwann ist auch zu viel des Guten. Ich will nur mein Schiff. Und diesen Sausack, der es geklaut hat. Eins von fünf. Waffenhändler. Waffenhändler. Separatistischer Waffenhändler. Separatistischer Offizier. Moment, zählt ihr dazu? Wahrscheinlich nicht. Nein, das ist wieder nur so ein einziger. Das sind auch irgendwie die schönen Sicherheitsdroide, Technologie-Officer, Waffenhändler, da oben haben wir noch einen. Ja, ja, holen wir uns noch einen. Ja, genau. 2 von 5. Hier Sicherheitsräder, Sicherheitsräder. Ach, komm schon. Waffenhändler, da haben wir noch einen.
hast mich aber gut bemerkt. Okay. Waffenhändler, da ist der nächste und Waffenhändler da auch noch. Gut, dann haben wir sie alle. Okay, hier vorne rechts. Ihr wertloser verbrecherischer Abschaum, ihr wagt es, in meine Festung einzudringen und meine mutigen Waffenbrüder zu ermorden? Mhm. Frage 1. Wo ist mein Schiff? Euer Kumpel Skavak hat meinen Frachter gestohlen. Ich will ihn zurück. Hier findet ihr keinen Frachter, nur den Tod. Ihr habt Verbrechen am unterdrückten Volk von Ort Mantell begangen. Darauf steht die Todesstrafe. Merkt euch unsere Gesichter gut, krimineller Bodensatz. Wir sind eure rechtmäßigen Henker. Habt ihr irgendwelche letzten Worte? Abschaum? Ja, könnte man noch aufgeben. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht ins Geschäft kommen sollten. Ich verhandle nicht mit korrupten Hunden. Ich vernichte sie. Für die Gerechtigkeit! Wie glaubt ihr? So, bin alle rein. So, ich gebe auf! Heute. Ich gebe auf! Bitte! Ich will nicht sterben! Ich weiß, warum ihr hier seid, aber ihr verschwendet eure Zeit. Nochmal zur ersten Frage. Ich bin hier, um Skavak und mein Raumschiff zu finden. Wo sind sie? Skavak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist schon seit Stunden weg. Es war ein Fehler von Darek, gegen euch zu kämpfen. Es gab so viele Tote, dabei hätte er euch doch einfach die Wahrheit sagen können. Skavak ist hier vor ein paar Stunden vorbeigekommen, um die Waffen zu liefern. Aber es war alles nur ein Trick. Er hat vorgegeben, auf unserer Seite zu sein, damit er einen alten, rostigen Droiden von Darek stehlen konnte. Skavak ist hergekommen, um einen Droiden zu stehlen? Irgend so ein wertloser Schrotthaufen, der schon seit Generationen im Besitz von Dareks Familie ist. Dieser Droide war uralt und praktisch nutzlos. Aber Skavak hat ihn wie einen großen Schatz mitgenommen und sich den Weg nach draußen freigeschossen. Er ist mit eurem Schiff entkommen. Ich weiß nicht wohin, aber ich weiß, wer es wissen könnte. Skavak hat in Forganik ein Mädchen namens Serena. Das klingt mir etwas unglaubwürdig. Es stimmt. Darek hat die ganze Zeit mit ihr über Holo gesprochen und Nachrichten für Skavak Serena hinterlassen. Sie war unser Hauptkontakt. Es war Serena, die uns vor euch gewarnt hat. Wenn ihr herausfinden wollt, wo Skavak hin ist, müsst ihr Serena fragen. Bitte lasst mich gehen. Ich habe eine Familie auf dem Festland. Bitte! Separatisten haben eine Familie auf dem Gewissen. Und ich habe mir geschworen, jeden einzelnen von euch zu erledigen. Ich bin erst seit ein paar Monaten hier. Ich habe niemandes Familie getötet. Dumme Entscheidung. Ich habe nur meine Befehle befolgt. Dann befehle ich euch zu sterben. Ihr habt den Mann gehört, Soldat. Bitte! Ich will so nicht sterben! Tja. Wir sind fertig hier. Mal sehen, was Serena zu ihrer Verteidigung zu sagen hat. Ja, manchmal muss man unschöne Dinge tun. Okay. Ah, Moment. Wir müssen jetzt zu dieser Serena. Und dann da wieder hin. Ja, alles gut.
zu. Da sind wir wieder zurück. Gehen wir mal zu dieser Serena. Aber vorher... Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. So, viel Glück da draußen. Boah, wenn diese Serena daran schuld ist, dass mein Schiff immer noch nicht... oder schon wieder weg ist, weil die ihn gewarnt hat. Dann bin ich bächtig müde, aber bächtig. Die Holocotta. Entkommen. Ah. So. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich kann nicht glauben, dass du Vido erledigt hast, Schätzchen. Er hat dich im Gespräch mit Separatisten gesehen. Na und? Er hat gedroht, mich an Rogun den Schlechter auszuliefern. Ich musste ihn töten. Außerdem können wir jetzt endlich zusammen sein. Ja, die Sache ist nur, dass mein Frachtraum voll ist und ich Arbeit habe. Ich rufe dich aber mal an. Versprochen. Was soll das? Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich habe alles für dich getan, Skavak. Du hast das fürs Geld getan, genau wie ich. Der Unterschied ist nur, dass du nicht bezahlt wirst. Wir sehen uns, Liebling. Captain, ich... Genau. Ich habe euch gar nicht reinkommen sehen. Es ist schön, Hallo. Dass ihr noch am Leben seid. Wie lange seid ihr schon zurück? Eure Freunde in der geheimen Basis haben euch verpetzt. Ich hätte wissen müssen, dass diese Schwachköpfe euch nicht töten würden. Schluss mit den Spielchen. Skavak hat mich benutzt, wie alle anderen auch. Der Mann könnte sogar einem Mandalorianer die Rüstung abschwatzen. Die Kopfgeldjäger von Rogun, dem Schlechter, sind schon auf dem Weg. Es ist besser, wir sind weg, wenn sie hier ankommen. Skavak ist mit eurem Schiff und den Waffen nach Coruscant geflogen. Wenn ihr jetzt aufbrecht, wird er nicht wissen, dass ihr ihm folgt. Ich habe immer noch genügend Zeit, euch vor meiner Abreise zu töten. Mit jeder Sekunde, die ihr damit verbringt, mich zu bedrohen, kommen Roguns Kopfgeldjäger näher. Bin ich das wirklich wert? Die Separatisten ziehen sich dank euch von dieser Insel zurück und die Republik hat gerade den Fernhafen wieder geöffnet. Ich gebe euch ein Fernticket nach Coruscant, wenn ihr mich gehen lasst. Einverstanden? Wir sind die ganze Zeit böse drauf. Lassen wir sie mal gehen. Gut, Hauptsache ich kann diesen Ort verlassen. Gut, dann gehe ich jetzt. Ich würde ja sagen, es war mir eine Freude. Aber ich hasse Lügen. Wenn ihr Skavak findet, seid nicht so hart zu ihm. Er ist ein hinterhältiger Lügner, aber ich würde mich freuen, ihn eines Tages wiederzusehen. Im Himmel. Oder in der Hölle. Gut, dass das friedlich ausgegangen ist. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man Frauen wehtut. Sowas zieht nichts Gutes nach sich. Ich werde sie mit dem Mord an Vido aber nicht davonkommen lassen. Alle sollen wissen, was sie getan hat. Armer alter Vido. Ich wünschte, er könnte hören, was wir getan haben. Es würde ihm ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Es wäre nicht gesund, hier zu bleiben, Captain. Ich glaube, Sirena hat die Wahrheit über Roguns Kopfgeldjäger gesagt. Und wir wissen auch nicht, wie lange Skavak auf Coruscant bleiben wird. Schwingen wir uns in eine Fähre und schnappen ihn uns, solange wir noch können. Gute Sachen sind nicht so mein Ding, aber hier bin ich dabei. Vido hat mir etwas von seinem Kram vermacht. Ich denke, er würde wollen, dass ich ihn mit euch teile. Auf zum Fährenhafen. Je schneller wir den Planeten verlassen, desto besser. Genau. Level 10 und wir können diesen Planeten gut verlassen. Okay, ihr Lieben, aber diese Folge ist jetzt vorbei. Mit genau, ziemlich genau 40 Minuten. Bisschen länger, als ich wieder wollte. Aber Story is Story. Okay, schaut rein, wenn es das nächste Mal heißt Star Wars The Old Republic. Bis dann. Ciao, ciao.